Das ging schon eine ganze Weile so. Sie hatte seit einem halben Jahr Magenschmerzen. Und ihre Mutter, die spinnt total. Die hat sie zum Kinderpsychologen geschickt. Das musst du dir mal vorstellen. Sie hat gedacht, die will sich vor der Schule drücken. Und naja, nach der Gastroskopie, da mussten wir dann 3 Tumore entfernen. Aber es war schon viel zu spät. Weißt du, ich verstehe das alles nicht mehr. Wenn du erstmal auf der Inneren bist, dann ist diese ganze Scheiße vorbei. Lehrjahre sind eben keine Herrenjahre. Ich kann's nicht. Ich kann diesen Job nicht machen, okay? Das fällt dir nach 9 Jahren Ausbildung ein. Nach 9 Jahren. Mensch, mir macht mein Job auch nicht jeden Tag Spaß. Stefan, ich bin schwanger. Du bist Papa. Was hast du einfach so, ohne mich da vorher mal zu fragen? Ich habe selbst erst heute erfahren. Ohne mich da auch nur im Geringsten einzuplanen. Es war ein Unfall. Ja, da gehst du einfach mal dahin und schmeißt deinen Job. Sag mal, spinnst du? Ich weiß nicht, die gesagt hat, dass mich die Pille zu dick macht. Das ist doch jetzt überhaupt nicht das Thema. Gibt's da irgendwelche Möglichkeiten noch, dass man... Ich will dieses Kind. Schluss aus. Who are you talking about, you two? Just the kid we met. Alles weist auf Trisomie 21 hin, Down-Syndrom. Es heißt, wir kriegen ein behindertes Kind. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Eine Schwangerschaftsunterbrechung ist bei dieser Diagnose eine ganz übliche Sache.